Guten Tag, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Vorlesung Distributed Systems. Mein Name ist Thomas Boczek und in diesem Teil werden wir uns mit Webarchitekturen beschäftigen. Da gab es ein paar Fragen und ich hatte Austausch mit Studenten, wie es auch im Zusammenhang mit Docker und Docker Compose funktioniert. Deswegen schauen wir uns das auch ein bisschen genauer an. Das heißt, wir werden uns anschauen, was man für Optionen im Challenge Task hat. Gut, die meisten sind jetzt schon relativ weit fortgeschritten. Das heißt, ihr habt euch für eine Architektur oder die andere entschieden. Beim Dockerisieren, da seid ihr wahrscheinlich noch dran. Das heißt, die meisten Gruppen sind jetzt am Dockerisieren ihrer Frontend, ihrer Backend-Komponenten, ihrer Datenbanken. Und dann werde ich auch noch zeigen, was State of the Art ist, mit Anführungszeichen, weil das hängt natürlich auch wie immer vom Use Case ab. Gut, starten wir mit der klassischen Architektur mit Server-Side Rendering. Das ist sogenannte klassische Approach. Und das sollte man natürlich nicht verwechseln mit Static Site Generation. Das wird häufig mit SSG abgekürzt. Dazu später noch etwas mehr. Beim Server-Side Rendering, dort generiert der Server ein HTML, hat vielleicht irgendwo noch ein JavaScript rumliegen und ein CSS und packt das dann zusammen oder referenziert das im HTML und schickt dann diese HTML-Seite im Browser und der Browser kann diese HTML-Seite anschauen. So hat eigentlich das Internet gestartet mit HTML und dann kam ein bisschen JavaScript, ein bisschen CSS und mittlerweile haben wir ganz viel JavaScript und ganz viel CSS und das ermöglicht uns auch das Rendern dann zu verschieben, nicht, dass es auf dem Server gerendert werden muss. Zum Beispiel könnte man es auch auf dem Client rendern. Der Server, der kann in einer beliebigen Sprache geschrieben werden. Eben der bekommt diesen Request vom Browser und der dahinterliegende Server, ich werde jetzt ein Beispiel mit Golang zeigen, stellt diese Seite zusammen. Das heißt, im Hintergrund wird wahrscheinlich der Server noch einen Datenbankzugriff machen, wird sich irgendwelche Daten holen, wird dann das HTML entsprechend, das kann man zum Beispiel mit Templating machen, wird dann das abgefüllt, das HTML, und das HTML wird dann dem Browser weitergereicht. Und wie jetzt eben das HTML erstellt wird, da gibt es auch ganz viele Frameworks, auf das will ich gar nicht groß eingehen. Hier möchte ich das Big Picture zeigen. Die Antwort, die kann der Browser direkt darstellen. Das heißt, er bekommt das HTML und kann dann direkt anfangen, das Layout zu bauen. Die Daten sind schon drin. Das heißt, er kann eigentlich, sobald er diese Daten hat, alles darstellen. Der große Vorteil ist, dass man eben auch Search Engine Optimization betreiben kann, weil viele Suchmaschinen nur HTML verstehen. Wenn man zum Beispiel den Auftrag des Renderns der Webseite dem Client übergibt, dann müsste quasi die Suchmaschine das auch machen. Das heißt, die Suchmaschine müsste auch eine JavaScript Engine drin haben, um den DOM-Baum zusammenzustellen, um das HTML dann zusammenzustellen, sodass man das dann auch parsen kann. Und eben bei Server-Side-Rendering bekommt man das ganze HTML, das kann man dann parsen, man kann den Text rausnehmen, indexieren und das ist wesentlich einfacher für Suchmaschinen und deshalb wird es bevorzugt. Aber hier auch Google, wenn Google Seiten indexiert, Google hat auch die Möglichkeit, dass man eben die Seite mit einem JavaScript-fähigen Robot indexiert, also der Webcrawler. Das heißt, der Webcrawler geht auf die Seite und führt dann das JavaScript aus und bekommt dann eben oder hat dann diesen DOM-Baum zur Verfügung. Der kann dann geparst werden, die Keywörter oder den Text rausparsen und diesen dann indexieren. Der Nachteil ist,
der Server muss halt bei jedem Request, muss er diese Seite zusammenstellen. Wenn das jetzt bei einem Benutzer ein bisschen länger dauert, nicht so schlimm. Wenn es dann 10 Millionen Benutzer machen, dann muss der Rechner relativ viel arbeiten. Wobei dort kann man mit Caching relativ viel rausholen, weil vieles muss dann auch nicht mehr zusammengestellt werden, da das schon in der Vergangenheit schon mal zusammengestellt worden ist. Und mit der heutigen Infrastruktur, mit den heutigen Rechnern, die sehr schnell sind, kann man eigentlich da relativ weit kommen. Jetzt noch kurz zu Static Site Rendering oder Static Site Generation. Dort generiert man auf Basis von irgendwelchen Daten, Templates, generiert man HTML, CSS und JavaScript. Und das speichert man dann auf irgendeinem Webserver und das ist dann für jeden Benutzer gleich. Und jeder Benutzer, der auf diesen Webserver zugreift, bekommt eben diese HTML-Seite und diese Informationen und es ist nicht personalisiert auf den Benutzer spezifisch. Und ein Beispiel, das mache ich zum Beispiel, weil es für den Use Case eigentlich ausreicht, ist dsl.ost.ch. Das ist die folgende Seite hier. Das hier. Und hier habe ich alle HTMLs, alle JavaScripts, alles pre-rendered. Und die Frage ist, ups, das nicht hier. Abplatzieren. Die Frage ist, was passiert, wenn ich jetzt Daten ändere? Das kann ich auch zeigen. Und zwar kann ich hier zum Beispiel auf meinen Ordner zugreifen. Den habe ich entsprechend markiert mit dem Datum, dass die Reihenfolge dann stimmt. Und das sind alles Markdown-Files. Und wenn ich jetzt hier im Markdown-File irgendetwas ändere, zum Beispiel hier einen Punkt hinzufüge, das dann abspeichere. Ich habe einen File-Watcher, das heißt, wenn ich sehe, es hat sich ein File geändert, dann weiß ich, okay, ich muss jetzt aus diesem Markdown neu ein HTML generieren. Das mache ich dann, lege es ins Verzeichnis, wo der Webserver so konfiguriert ist, dass er das eben aus diesem Webverzeichnis liest. Und schon habe ich diese Seite abgedatet. Und wenn ich jetzt nochmals nachschaue, hier oben ein Reload mache, dann sehe ich hier den Punkt und das ist eigentlich ein reines HTML, das dem Browser geliefert wird. Das ist eben dieses HTML und es wird eben nicht für jeden Benutzer neu generiert, sondern sieht für alle gleich aus. Das heißt, ich ändere es wieder zurück. Gut, das ist jetzt Static Site Rendering. Sorry, Static Site Generation. Man könnte jetzt dort auch das mit einer Datenbank machen. Das heißt, ich könnte diese Daten auch in einer Datenbank speichern. Ich bin der Einzige, der zugreift. Ich kann auch die Markdowns editieren. Und das erfüllt eigentlich den Zweck. Und deshalb habe ich mich entschieden, das nur mit Files zu machen, ohne eine Datenbank dahinter. Gut, schauen wir uns ein einfaches Beispiel an. Und zwar habe ich hier meine Entwicklungsumgebung und wir haben hier einen Server. Ich werde LLMs verwenden. Ich habe lokal ein LLM am Laufen, werde es auch gleich austesten und werde ein SSR Static Site Rendering Beispiel machen. Und zwar starte ich mit Can you show me a template in Golang how to serve web requests and return HTML? Gut, das sieht relativ vernünftig aus. Das kann ich auch gleich laufen lassen. Und zwar ist es auf dem Port 8080. Das heißt Localhost 8080.
Und hier sehen wir auch, dass wir ein Issue haben, unhandled error. Das heißt, den handeln wir noch, weil ich habe bereits einen anderen Dienst auf Port 8080 am Laufen. Das heißt, hier jetzt Port 8081. Und dann gebe ich mal den Fehler aus, wenn es einen Fehler gibt. Jetzt starte ich nochmals Run und jetzt sieht man, der Port läuft auf 8081. Jetzt kann ich nochmals zurück. Das ist meine Applikation. Ich habe lokal mein LLM am Laufen. Und hier sehen wir ein Hello World. Hier wird HTML Body H1 World zurückgegeben. Und nun möchten wir das auch mit einer Datenbank verbinden. Can I have a DB, a Postgres DB, and I want to connect my Go application to the DB, which reads from the table Users. Das heißt, ich muss eine Library hier importieren. Database SQL, das sieht auch vernünftig aus. Das kann ich ebenfalls importieren. Und jetzt muss ich, glaube ich, mit go mod tidy muss ich hier das importieren, die Database nochmals importieren, weil wenn ich es nicht verwende, dann motzt er. Und jetzt kann ich hier unten die Datenbank auch entsprechend verwenden. Und das mache ich, den Init mache ich hier oben. Ich verwende Postgres, das mit dem Namen, das werde ich, den User werde ich Postgres nennen. Postgres, die Datenbank werde ich auch Postgres nennen. Und das heißt, das hier machen wir hier. Das heißt, DB muss noch global sein. DB ist sql.db. Jetzt müssen wir natürlich noch eine Datenbank aufsetzen. Das machen wir mit Docker. Ich mache jetzt auch wieder alles im Verzeichnis und könnte hier auch mit Unterverzeichnissen arbeiten. Aber ich mache jetzt hier ein Docker Compose. Und ein Dockerfile, weil ich möchte hier noch mein Go-Binary bauen. New File, Dockerfile. Give me a template for a Dockerfile for my Golang Project. Golang 1.1.14, das ist ein bisschen alt. Ich habe 1.22. Das heißt, das werde ich jetzt mal kopieren und entsprechend umschreiben. Das ist Golang 22. Wirkt hier, passt von mir aus. Kopieren, man kopiert alles, kann man machen. Da hole ich mir die Dependencies. Go run, ich hätte zuerst Go build gemacht und dann das Binary. Ich hätte ein Multistage Dockerfile gemacht, aber passt mal so und mal schauen, ob es läuft. Das heißt, jetzt habe ich hier Docker. Okay, Docker PS, das heißt Docker build minus t Go test nenne ich das mal. Und jetzt holt er sich die Images. Jetzt hat er es erstellt und jetzt können wir es laufen lassen. Go exec
Go Test, Go Run natürlich. Main.go gibt es nicht, das heißt natürlich Server.go. Server.go. Ach, ich muss nochmals bilden. Jetzt kopiert er mir den Server, jetzt starte ich es und jetzt kompiliert er es erst. Dauert ein bisschen und jetzt kann ich es theoretisch auch laufen lassen. Wenn ich im selben Container bin. Das heißt, ich habe die Ports noch nicht exposed. Das kann ich über die Kommandozeile machen oder über Docker Compose dann. Über die Kommandozeile kann ich mit P oder ich kann hier kurz anfragen. I want to run Docker from Command Line and expose Port 8080. Und hier sieht man minus P 8080. Das heißt, ich werde es hier unten run interactive minus P. Wir haben ja 8081, Doppelpunkt 8081. Das heißt, jetzt habe ich es exposed. Jetzt muss er wieder kompilieren. Er hat es nicht gecached. Also, das ist kein optimales Setup. Sollte man zuerst bilden, dann das Binary kopieren, dann ausführen. Zwei Stages machen, läuft wesentlich schneller. Aber jetzt haben wir es exposed. Ah, Connection Refused, wir sind da schon natürlich mit Service Running, mit Postgres am Arbeiten. Das heißt, hier sehe ich den Port 5432 und das zeigt mir schon, dass hier etwas mit Postgres gemacht werden möchte. Das funktioniert natürlich nicht. Das geht erst, eben diese Connection macht er dann tatsächlich erst, wenn ich diese Verbindung mache, die dann nicht funktioniert. Das ist hier unten. Das heißt, diese Query schlägt fehl, log fatal bricht ab und beendet das Programm. Also das ist schon mal gut. Und jetzt können wir zum Beispiel unsere Datenbank einrichten. Und zwar machen wir das über Docker Compose. Can you show me a Docker Compose Template for my GoLand project and I want to include a Postgres DB image in my Docker Compose. Gut, da haben wir unsere Version. Sollte 3.9 sein, dann wird auch die Version ignoriert. Das ist so ein Hack bei Docker Compose. Web macht ein Build auf Punkt. Da haben wir das Dockerfile, das ist gut. Ports werden auch 8081 exposed. Das ist gut. Depends on Postgres latest. Das ist gut. Postgres haben wir es genannt. Die Datenbank haben wir ebenfalls Postgres genannt. Und hier haben wir das Passwort genannt. Die Datenbank, die übernehme ich immer sehr gern lokal. Das heißt, ich werde es so einrichten, dass mir hier ein .db-File geschrieben wird und nicht irgendwo in den Tiefen von Docker selber. Und dazu braucht es noch idealerweise ein File git ignore, wo ich dann das .db-File, das Verzeichnis drin habe. Und ebenfalls das hier natürlich. Gut, jetzt können wir es mal starten. Docker, also zuerst bilden. Compose Build. Das sieht schon gut aus. Docker Compose Up. Hier wird die Datenbank gestartet. Das heißt, Web kann jetzt intern von diesem Docker Compose, von diesem Container aus auf die Datenbank zugreifen. Das heißt, ich kann jetzt eigentlich hier ihm sagen, Data Source, da muss ich ihn noch fragen kurz, for this line, I have my DB host
at the with the DNS name DB. Can you adapt? So, mal schauen, was er gemacht hat. Host DB. Genau, das werde ich wahrscheinlich noch brauchen. Mal schauen, ob der Syntax so stimmt. Sonst muss ich dann das im Netz nachschauen. Gut, also jetzt starte ich nochmals. Jetzt muss ich erst noch bilden. Docker Compose Build. Jetzt starte ich nochmals. Docker Compose Up. Und jetzt kann ich es nochmal probieren, schauen, welche Fehlermeldung kommt. Und zwar Relation Users Does Not Exist. Stimmt, habe ich auch nicht erstellt. Und jetzt können wir die Users Datenbank erstellen. Das geht mit Postgres. Dort kann man ein Init-File kann man eigentlich rein mounten und dieser SQL-Befehl wird dann erstellt. Für den Syntax kann ich auch wieder nachfragen. For the DB in genau, da haben wir es. Das heißt, ich brauche jetzt noch dieses init-db-sql. Das erstelle ich hier, new file init-db-sql und gut, mal schauen, ob das funktioniert. Jetzt muss ich die Datenbank nochmals löschen und zwar .db. Jetzt baue ich das Ganze nochmals. Docker Compose up. Die Datenbank sollte jetzt eigentlich erstellt worden sein. Ich könnte jetzt eigentlich noch nachschauen gehen, wie die Datenbank aussieht, aber hier aufgepasst, ich habe die Datenbank nicht exposed. Das heißt, ich kann jetzt eigentlich von außen nicht zugreifen. Wenn man das aber möchte, das geht auch relativ einfach. Das heißt, hier hat man dann die Möglichkeit, eben diese Ports zu exposen. 5432. Ich bilde nochmals kurz, starte nochmals. Docker Compose up und jetzt kann ich eigentlich hier nachschauen gehen. Ich kann eine neue Data Source hinzufügen mit Postgres. Das wird auf Localhost sein. Port 5432, Database Postgres, Username Postgres, Password Password. Und SSL, use SSL, nein, habe ich nicht. Jetzt teste ich mal, ob das funktioniert. Das scheint zu funktionieren. Hier sehe ich meine Datenbank Users mit den zwei Kolumnen ID und Name. Und jetzt könnte ich rein theoretisch einen Namen hinterlegen. Add Row, UUID, ich hoffe, das wird dann automatisch abgewählt. Tom, speichern, submit. Natürlich nicht, das heißt, ich generiere mir noch eine ID. UUID Generator, da gibt es auch ganz viele im Netz. Ich bin sicher, es gibt auch einen Befehl, wie man das auto generieren lassen kann. So, jetzt ist gespeichert, jetzt haben wir etwas in der Datenbank und jetzt können wir nochmals probieren, wie weit wir kommen. Hello World, das heißt, wir haben die Datenbankabfrage gemacht. Also das heißt, es funktioniert, aber mit dem machen wir noch nichts. Das heißt, hier sollten wir eigentlich etwas auslesen. Wenn man entwickelt, dann entwickle ich an dem, was ich arbeite, immer halb außerhalb von Docker. Und ein Problem, das ich dann zum Beispiel habe, ist, wenn ich auf die Datenbank von außen zugreifen möchte, den Host, den haben wir bei Docker Compose mit DB benannt. Von außen kenne ich das aber nicht. Das heißt, von außen muss ich auf Localhost verbinden. Von innen kennt man DB. Das heißt, wenn ich hier mein Programm habe und hier drinnen habe ich den Host,
hardcodiert DB, dann wird das von außen nicht funktionieren. Dass man es aber, um es zum Laufen zu bringen, kann man zum Beispiel jetzt den Namen in etc. Hosts eintragen, das heißt, dass DB auf Localhost auflöst und dann kann man es eigentlich von außen laufen lassen. Und man kann dann Docker Compose ab nur zum Beispiel mit der DB laufen lassen und man kann quasi außerhalb entwickeln. Das können wir auch ganz kurz anschauen. Docker Compose ab. Machen wir das noch mit der Datenbank. Sudo rm-rf.database. Und hier können wir jetzt sagen, dass wir nur die Datenbank möchten. Und was wir noch eintragen müssen, ist, wir müssen noch ins Hosts-File. Da seht ihr schon, da habe ich diverse Sachen drin. Und hier muss ich, hier oben DB habe ich schon, das heißt, da muss ich nichts mehr machen. Aber eben hier kann man es eintragen und dieser Name löst dann auf Localhost aus. Das heißt, ich kann meinen String hier stehen lassen und es wird trotzdem funktionieren. Das heißt, ich kann das jetzt aus der Entwicklungsumgebung laufen lassen. Das ist für mich bequemer zum Debuggen. Man könnte es auch einrichten, dass man eigentlich all die Dependencies, die ich jetzt geholt habe mit GoMod, dass man die immer noch im Docker hat. Man kann dann die Source-Files mounten, sodass wenn man es ändert, wird es dann im Container auch reflektiert und es wird dann neu geladen zum Beispiel. Das ist auch möglich. Das heißt aber auch, wenn man debuggen möchte, muss man dann wieder diese Ports weiterleiten, weil der Debugger muss dann remote funktionieren und das wäre ein bisschen umständlich, hat aber auch Vorteile, wenn man das so macht, also Security-Vorteile, das hatten wir auch in der Vorlesung besprochen, dass man das machen kann, aber eben aus Convenience-Gründen mache ich das nicht, das heißt, ich lasse es häufig hier dann direkt laufen und da kann ich jetzt das Programm laufen lassen und ich habe hier, jetzt muss ich wieder den Namen eintragen in die Datenbank, das ist add row gut, jetzt kann ich es nochmals austesten und jetzt sehen wir den nächsten Fehler. Int 8, was habe ich geschrieben? Int 8, natürlich muss es Uint 8 sein. Das Gute ist, man kann es einfach direkt laufen lassen und man muss nicht mehr das Ganze mit Docker machen. Und jetzt der Hello Tom. Ich kann jetzt den Namen ändern auf Hello Test. Wenn ich hier neu lade, dann kommt bei mir Test. Und was wir jetzt auch noch austesten können, ist, wir können das alles in einem hier alles im Docker-Container laufen lassen. Compose up. Jetzt kann ich beides laufen lassen. Gut, jetzt hat er was drin. Jetzt habe ich alles im Docker-Container am Laufen. Jetzt habe ich Tom drin. Jetzt habe ich hier, jetzt kann ich hier den Namen ändern. Und jetzt wird mir ein neues HTML geliefert. Das Problem mit der Datenbank war, dass es das Postgres im Docker-Container als unbekannt Münster, das mein System nicht kennt. Und ich habe es in meinem System meinem User zugeordnet, sodass es dann auch funktioniert. Das ist so ein einfaches Beispiel von Server-Side-Rendering. Wichtig ist eben, wenn man es im Docker laufen lässt, zum Beispiel Docker Compose, diese Komponente kann jetzt innerhalb von Docker Compose auf diese Komponente zugreifen. Man muss den Port nicht exposen. Wenn man aber von außen zugreifen möchte,
Dann muss man den Port exposen und von außen, was ebenfalls, was man nicht kennt, ist der Name hier. Das heißt, hier muss man noch ein Mapping eintragen und wenn man das gemacht hat, dann kann man eigentlich auf den Host DB zugreifen, also auf Localhost mapped über den Port 5432 und dann kann man so die Datenbank editieren und die Datenbank läuft in einem Docker-Container. Das ist so der Case mit Static Site Rendering. Natürlich, da gibt es ganz viele Frameworks, wie man jetzt dieses HTML generieren kann. Also wenn ich jetzt mir hier das anschaue, das ist eigentlich so, wie man das dann nicht machen sollte. Dort gibt es auch diverse Abstraktionsstufen, aber eben auf das will ich jetzt nicht konkret eingehen. Das werdet ihr bei Web Engineering, werdet ihr euch das anschauen. Gut, kommen wir zum nächsten Beispiel. Also wir haben Static Site Rendering uns angeschaut. Das ist eine mögliche Architektur. Und die zweite auf dem anderen Spektrum, das sind Single Page Application oder Client Site Rendering, CSR. Und dort interagiert man eigentlich nur mit einer Website. Das heißt, man bekommt ein Index HTML und der Client macht dann den ganzen Rest. Der Client kann dann auch Requests machen an eine API. Hier, gib mir diese Daten oder gib mir diese Daten hier. Und es ist mehr dann eine App-like Experience, das heißt, man muss jetzt nicht die Seite neu laden, sondern der Client kann dann direkt auf die Daten einen Request auslösen, wenn man irgendwo mit der Maus hinfährt oder irgendetwas macht. Es muss kein Refresh sein. Dazu braucht man natürlich JavaScript und eben den Punkt mit der Search Engine Optimization habe ich schon gesagt. Wenn man eben ein Index HTML erhält mit ganz viel JavaScript und das indexieren möchte, dann muss man das JavaScript erst noch ausführen, damit man weiß, wie dann die Seite aussehen wird, was für Texte dort überhaupt drin sind, weil der JavaScript kann auch wieder Calls machen zur Datenbank oder Calls irgendwo anders hin, sich die Daten holen und erst dann die Seite zusammenbauen. Und erst wenn man die ganze Seite hat, kann man eben den Inhalt indexieren. Und das ist bei Static Site Rendering ein bisschen einfacher. Genau, häufig, wenn so ein Request passiert, dann sieht man irgendwo einen Spinner, dass da etwas am Laufen ist und da wird der Client oder der Browser wird da irgendein Request zu einer API machen und sich diese Daten holen. Die Kommunikation mit dem Server, die funktioniert dann über APIs, also man hat da die klassischen REST-APIs, slash API, slash V1, slash whatever, und auf die kann man zugreifen. Das kann aber auch GraphQL oder es können noch andere Schnittstellen sein, aber in der Regel sind es REST-APIs, wo man dann darauf zugreift. Für Client-Side-Routing, das heißt, dort ist auch die Single-Page-Application dafür verantwortlich. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Seite irgendwie slash users aufrufe, wird mir immer noch das gleiche Index HTML zurückgeliefert. Aber der Browser weiß dann, okay, es war slash user, das heißt, er will eigentlich die User-Seite sehen und wird dann den Code so mit diesem Parameter ausführen, hey, es muss die User-Seite angezeigt werden und es wird dann eben diese Seite entsprechend angezeigt. Und da gibt es ganz viele Frameworks dazu, React Angular Vue oder auch Svelte. Zu Demonstrationszwecken ist Vue sicher am einfachsten zu zeigen. Und da werden wir uns auch noch ein kleines Beispiel ansehen. Gut, dann hier können wir es eigentlich umbenennen in SSR.
SSR. Und hier können wir jetzt entweder das HTML-File von unserem Go-Programm ausliefern lassen, oder wir können auch einen externen Webserver verwenden. Ich werde Kedi verwenden, weil man das dann auch hier direkt als Reverse Proxy verwenden kann. Gut, also dann starten wir wieder hier, machen wir ein zweites Fenster. I want a Golang Skeleton, Golang View Skeleton. Das wird unser Backend sein, unsere API. Hier kann ich dann slash users aufrufen. Ich werde das mal API nennen. Und hier habe ich das Folgende drin. Main auf Port 8080. Gut, hier gehen wir wieder über Port 8081. Das sieht eigentlich recht übersichtlich aus. Das kann ich einfach mal laufen lassen. Package Main. Wir haben hier zwei Main. Das heißt, das findet Go nicht so toll. Das heißt, ich werde hier jetzt wahrscheinlich ein neues Verzeichnis machen. Genau, jetzt kann ich es laufen lassen. Das hat nicht funktioniert. Hier wird wieder der Error verschluckt, was nicht so toll ist. Ah, 80, ja klar, auf 8080 läuft was anderes. Aber generell, wenn man entwickelt mit einer beliebigen Programmiersprache, C-Sharp, Java, Node, wenn es irgendwo einen Fehler gibt, nicht einfach diesen Fehler verschlucken, sondern immer ausprinten. Das heißt, dieser Vorschlag hier von diesem Language Model, quick and dirty kann man es machen, aber man läuft in mehr Probleme, als dass das hilft. Okay, run. Und jetzt kann man auf Port 8081 auf Users, slash Users. Dort hat man dann mein JSON drin, und das ist das, was ich dann auch noch anzeigen möchte. Hier habe ich dann das View Frontend. Das heißt, hier habe ich ein File index.html. Das kann ich auch wieder reinkopieren. Und hier verwende ich View, da holt er sich View gut. Mittlerweile gibt es, glaube ich, schon die Version 3 oder nicht? Oder täuscht das? View Version Releases 3.4. Ja, und das sieht nach einer uralt Version aus. Und ich behaupte mal, ich kann es einfach auf 3 updaten. Gut, das heißt, jetzt muss man das dem Browser anzeigen. Das kann man rein theoretisch auch über hier den Browser. Doctype. Ah, da habe ich einen Copy-Paste-Fehler gehabt. Und da sieht man, das funktioniert noch nicht so, wie erwünscht. View is not a constructor. Kann sein, dass es da mit dem zu tun hat. Ich probiere es nochmals. Ja, vermutlich schon. JSON Parse Unexpected Character at Line 1. Das heißt, wir fragen es: Make it with View 3. Fetch Users. Das sieht schon ein bisschen anders aus, interessanterweise. Mal schauen, ob das funktioniert. View 3, gut. Das sieht nach dem gleichen Fehler aus. Das ist schon mal gut. Und was jetzt hier fehlschlägt, ist natürlich der Fetch Users. Das wird so nicht funktionieren, weil
Das ist IntelliJ oder GoLand, welches mir ein File, einen File-Server aufmacht auf dem Port 63342. Dort gibt es natürlich kein Slash-Users, das ist der Port 8081. Das könnte man jetzt reintreten noch definieren, aber dann hätte man das Problem mit Cores. Und das zeige ich euch, wie man das umgehen kann. Nicht, dass es eine gute Art ist, aber so quick and dirty kann man es machen. Hier kann ich dann sagen: HTTP localhost Port 8081 slash users. Hier unten sehen wir, es läuft noch. Und jetzt kann ich das nochmals laufen lassen und da sieht man den Request. Nein, funktioniert nicht wegen Cores. Und jetzt kann ich nochmal fragen, gebe mir die Syntax. Syntax to ignore Cores by accepting. Und der Händler wird hier übergeben. Und dann kann ich das laufen lassen. Stop and rerun. Und jetzt, wenn ich es nochmals ausführe, da kommt kein Course-Problem mehr und er hat mir jetzt diese Daten geholt. Wie es genau architekturmäßig aussieht, werde ich dann auf der nächsten Slide zeigen. Was ich aber noch zeigen möchte, ist, wenn man das jetzt dockerisiert, dann sieht das wie folgt aus. Wir können auch wieder mit einer Datenbank arbeiten, das heißt, ich erstelle hier auch wieder ein File Docker Compose. Und das kann ich eigentlich übernehmen vom SSR New Window. Und das macht so etwas. Nein, das Docker Compose. Wir haben hier die API, depends on DB, und hier werde ich jetzt noch den Caddy mit reinnehmen. Okay, Caddy, das sieht wie folgt aus, wobei hier sollten wir jetzt Unterordnen machen. Directory API. Und das kommt eigentlich hier rein. Mit dem Dockerfile. Das ist ein Go-Projekt, das kommt auch hier rein. Gut, und hier kommt jetzt noch ein Dockerfile rein. Dockerfile. Und das Dockerfile kann ich eigentlich von hier übernehmen. Das stimmt soweit, es ist API. .go, das kann ich jetzt einfach laufen lassen. Genau. Hier möchte ich mich noch mit einer Datenbank verbinden. Das heißt, das nehme ich ebenfalls noch rein, das mit der Datenbank. Das heißt, am Anfang werde ich hier meine Datenbank noch initialisieren. Das hier braucht es auch noch. Gut, jetzt müssen wir nur noch diese Datenbank hier auslesen und entsprechend zurückgeben. Das können wir eigentlich auch in der Vorschleife machen. Jetzt geben wir das zurück, was in der Datenbank drin steht. ID Name. Das ist unser Backend. Das können wir auch ganz kurz austesten, ob das jetzt funktioniert. Hat es noch einen Fehler drin? Hier unable to resolve gibt es natürlich noch nicht. Aber ich kann es mal starten lassen. Run. Course Go Mode Tidy. Ja, und unser Backend läuft. Das heißt, hier hören wir auf. API REST Request. Sobald ein Slash Users reinkommt, werden wir das aus der Datenbank zurückgeben. Hier auch wieder das Course, dass wir es auch testen können, außerhalb, ohne dass wir jetzt einen Reverse Proxy verwenden. Gut, machen wir das Frontend, machen wir das andere Projekt auf, open das Top Project.
Hier habe ich jetzt API, das brauche ich eigentlich nicht mehr. Jetzt mache ich noch ein Frontend. Frontend. Jetzt, wenn es schon mal mit Go initialisiert worden ist, behaupte ich mal, ich kann es nicht mehr löschen. Ah, doch. Gut, das heißt, Index Frontend wird dahin verschoben. Und das ist unser View-File. Hier machen wir eben den Request auf slash users. Und das werde ich jetzt in einem Docker Compose entsprechend laufen lassen mit einer Datenbank. Und die Datenbank, die greift eben hier auf den Host DB zu und wird dann die Daten zurückliefern. Die Datenbank, die habe ich hier schon, das ist die gleiche wie von vorhin. Die Daten habe ich wieder in meinem Repository drin. Das Init, das muss ich noch rüber kopieren. Das ist das hier. Init-db.sql. Und jetzt brauche ich das ist API und zwar noch etwas fürs Frontend. Und dort muss ich ja eben das Index-HTML. Für das brauche ich einen Server, den mir das liefert. Das könnte jetzt rein theoretisch so quick and dirty, könnte ich das hier ausliefern lassen, indem man zum Beispiel, wenn ich jetzt auf Slash gehe, indem er mir das Index-HTML zurückliefert. Das würde gehen, aber ich möchte auch zeigen, wie das mit dem Frontend und Backend, wie das Zusammenspiel funktioniert. Das heißt, hier werde ich ein Caddy-File haben. File, Caddy-File. Und im Docker Compose werde ich noch ein Frontend brauchen. Frontend kann ich auch ein Build machen. Ports können wir ebenfalls exposen. Da können wir zum Beispiel 3000 nehmen. 3000 auf 3000. Und hier muss ich jetzt noch wieder nachschauen, wie das funktioniert. Ich nehme das Verzeichnis www hier und habe dann auch noch ein Dockerfile. Dockerfile. Genau, und jetzt hier copy index.html nach www, wobei hier ich vermutlich muss ich noch das Verzeichnis www erstellen. Und das sollte eigentlich genügen. Das können wir auch kurz austesten, indem wir jetzt ins Frontend reingehen. Docker build-t Frontend, Docker run Frontend. Da hat ChatGPT oder nicht ChatGPT, sondern mein lokales LLM halluziniert. Das kommt jetzt von ChatGPT und zwar auf Port 3000. Scheint zu funktionieren. Port 3000, können wir schauen. Port 3000. Unable to connect. Ich muss den Port natürlich noch exposen. Das haben wir gesehen, wie das funktioniert. Minus E 3000, 3000. Genau, sonst wird er nicht gegen außen exposed. Jetzt schauen wir, wir haben Users und wir haben wieder die Cross-Origin Request, die Course-Problematik. Können wir sehen, ob Port 8081 überhaupt noch läuft. 8081 slash users. Nein, das läuft natürlich nicht und deswegen sieht man das, ist eigentlich kein Course, das Backend läuft nicht. Das könnten wir jetzt noch hochfahren rein theoretisch. Also wir haben jetzt hier einen Docker Compose, wir haben
Backend, das funktioniert auf 8081, Frontend auf 3000 und die Datenbank, das sollte auch funktionieren. Das heißt, wenn ich hier einfach eins hochgehe, Docker Compose Build, dann sollte das eigentlich funktionieren. Docker Compose Up. Port 8080, already in use. Er nimmt mir diese falsche Docker-Version. Ah, ich sehe den Fehler. Wir finden mir kein Docker Compose YAML und dann geht er ein Verzeichnis hoch und nimmt das hier aus irgendeinem Grund, anstatt mir zu sagen, es gibt keins. So, jetzt startet. Users können wir nochmals testen. Das funktioniert. Hier sehen wir keine Users, weil wir auch keine Daten drin haben. Die können wir jetzt noch kurz abfüllen. Test 2, go. Und da kann ich jetzt nachschauen, ob das soweit funktioniert hat. Das heißt, wir haben jetzt diese Daten, die wurden jetzt geladen aus dem JavaScript raus. Das heißt, ich habe zuerst, also der Browser hat zuerst das Index.html gekriegt. In dem Index.html stand drin, bitte um die Daten zu holen, mach den Request zum Beispiel auf hier localhost 8081 slash users. Das hat er dann gemacht, hat sich dann die Response geholt. Das sind eben diese zwei Objekte. Und hat das dann entsprechend angezeigt. Wenn man das in Docker Compose, eben das läuft jetzt im Docker Compose, das kann man natürlich auch außerhalb laufen lassen. Jetzt bin ich hier wieder im SSR drin. Zum Glück bin ich mit der richtigen Datenbank verbunden. Hier. Das läuft jetzt aus Docker Compose, aber wenn ich zum Beispiel das Frontend oder das Backend jetzt lokal laufen lassen möchte, kann ich das natürlich auch. Das mache ich, indem ich Docker Compose DB und Frontend starte. Und wenn ich nur das starte, sehen wir, okay, es funktioniert schon mal nicht, weil ich eben das Backend noch nicht am Laufen habe. Und jetzt starte ich hier noch das Backend aus meiner Entwicklungsumgebung. Und hier sehe ich dann, das wird auch funktionieren, weil eben ich habe diesen Eintrag DB nach Localhost noch drin. Das heißt, ich kann die Daten holen und ich habe hier eigentlich hardcodiert drin, wo ich dann die Daten hole. Das ist Localhost Doppelpunkt 8081 slash users. Und was man jetzt machen könnte, ist, wenn man noch einen Reverse Proxy reinnimmt, dann kann man das mit dem Course braucht man eigentlich nicht und man kann das hier eigentlich auch nur mit slash users aufrufen. Dann geht er auf diese URL oder auf diese Webseite mit Port, wo er auch das HTML her hat und das wird jetzt eben nicht funktionieren, weil wir zwei unterschiedliche, weil das Backend auf einer unterschiedlichen URL ist, kann man auch mit einem Caddy-File entsprechend mappen. Und zwar kann man sagen, das sollte jetzt besser aussehen. Build up. Jetzt hat es funktioniert und wir haben den Request via slash API Users gemacht. Hier mussten wir einfach umbenennen auf API Users. Das heißt, alles, was jetzt in API reinkommt, wird entsprechend weitergeleitet auf das Backend. Wichtig ist hier, wenn man Caddy zum Beispiel auch außerhalb laufen lassen möchte, dann ist hier wichtig, dass zum Beispiel die API, dass das auch von außen bekannt ist.
was hier wieder ein Eintrag in die etc. Host-Datei, dass es zum Beispiel auf Localhost auflöst. Und wenn man jetzt viel von Docker Compose zu außerhalb von Docker Compose wechselt, dann kann es auch noch wichtig sein, dass man immer unterschiedliche Ports verwendet, weil wenn zum Beispiel zwei Services auf dem gleichen Port laufen, dann funktioniert das auf dem gleichen Host nicht, weil der Port dann schon belegt ist und dann hilft es, wenn man eben unterschiedliche Ports verwendet. Gut, so viel zu den zwei Beispielen. Beides, wie man in Docker Compose laufen lassen kann. Wir werden uns die Architektur noch ein bisschen genauer ansehen, was wo ist. Mein Feedback zu den LLMs. ChatGPT ist gut, die lokalen könnten besser sein, aber noch nicht da, wo sie sein sollten. Gut, Static Site Rendering, dort haben wir das Beispiel, wir haben es ohne Load Balancer gemacht, wir haben einfach einen User gehabt, eine Service-Instanz und eine Datenbank und wir haben geschaut, wie das innerhalb von Docker und außerhalb von Docker Compose aussieht. Und hier, wie gesagt, wenn man jetzt etwas rausnehmen möchte aus Docker Compose und man aber in Docker Compose diese Namen hat, dann wird das eben nicht funktionieren. Es sei denn, man hat global auf seinem Rechner, zum Beispiel auf etc. Host, kann man dann ein Mapping eintragen, das gleiche Mapping, das dann auf Localhost zeigt, wo dann auch diese Ports von Docker exposed sind. Das heißt, man kann auf die gleiche Art und Weise zugreifen. Gut, das heißt, hier der User, der macht einen Request auf die Service-Instanz und bekommt eigentlich das HTML zurück. Die Service-Instanz holt sich die Daten von der Datenbank, aber was der User sieht, ist, ich bekomme hier was und kriege hier was zurück. Bei Client-Side-Rendering ist es ein bisschen unterschiedlich. Das heißt, wenn ich jetzt keinen Load Balancer habe, dann bekomme ich ein HTML, ich bekomme das HTML zurück. Und muss dann als zweites noch einen API-Call machen, um mir die Daten zu holen, weil in diesem Index-HTML hat das noch keine Daten. Hier oben habe ich die Daten schon, die wurden hier von dem Service angereichert und das wird nach vorne gereicht. Hier bekomme ich quasi das leere Index-HTML, das mir dann aber sagt, wie ich die Daten holen kann. Das wird dann ein REST-Request sein, das heißt, ich muss nochmals nachfragen. Da gehe ich dann auf diese Service-Instanz, das geht an die DB und ich hole mir die Daten zurück und mein Browser setzt das alles zusammen, sodass es dann gleich aussieht. Und wenn man es eben ohne Load Balancer macht, hier oder respektive ohne Reverse Proxy, dann bekommt man dieses Course-Issue, weil das auf einem anderen Host läuft als das. Das heißt, der Workaround ist mit diesem Allow-Stern, dass man jetzt trotzdem darauf zugreifen kann. Oder eben die bessere Variante hier, ein Reverse-Proxy, dass man eigentlich, dass der Browser sieht, es kommt von einer einzigen Stelle. Hier hat man kein Problem bei Static Site Rendering, weil hier wird nur ein Server gefragt. Das kann auf irgendeinem beliebigen Port sein, man bekommt die Antwort und der Browser muss dann nichts Zusätzliches machen. Hier unten bei Client-Side-Rendering muss er eben etwas machen. Gut, also was wir uns angeschaut haben, sind die Client-Side-Rendering oder Single-Page-Applications. Dort haben wir das Problem mit Course gesehen, Cross-Origin-Resource-Sharing, dass man bei Static-Side-Rendering nicht hat. Dort kann man mit einem HTTP-Header dann schauen oder das Problem dann umgehen und trotzdem entsprechend weiterentwickeln. Aber eben das nur zum Entwickeln, wenn man produktiv das System live stellen möchte, dann sollte man schauen, dass man keine Course Allow Stern mehr drin hat, sondern wenn es tatsächlich einen Course, eine Ausnahme gibt, dann dass man diese URL dort eingibt und nicht einfach Stern. Stern ist einfach zum Entwickeln und eben damit kann man sagen, welche Hosts dürfen dann auf diese API zugreifen. Wir haben uns eben diese beiden Client-Side-Rendering und
und Static Site Rendering angeschaut und es gibt noch ein Middle Ground, Hydration. Das hat nochmals mehr Komplexität zur Folge, leider. Aber hier versucht man die Vorteile und Nachteile, also die Vorteile von beiden Systemen zu verbinden und eben entsprechend die Nachteile. Die Komplexität wird um einiges höher. Was man jetzt hier neu hat, ist, man bekommt nicht nur ein HTML-Skelett, sondern bei Hydration bekommt man dann schon das ganze HTML mit den Daten drin, aber auch mit dem JavaScript. Das heißt, wenn ich dort dann auf irgendeine andere Seite klicke, dann macht er keinen Page Reload wie bei Static Site Rendering, sondern dort holt sich dann das JavaScript die entsprechenden Daten und zeigt es entsprechend an. Und der große Vorteil ist, dass beim initialen Load der Browser es dann direkt auch schon anzeigen kann und nicht erst auf die Daten warten muss. Und eben, wir haben ja in der Vorlesung bei den Protokollen gesehen, dass wenn der Server ein bisschen weiter entfernt steht, dass man da eben gewisse Roundtrips hat und wenn man zum Beispiel erst das HTML, Index HTML noch holen muss, dort entsprechende Roundtrips hat, dann muss man noch Daten holen, dort entsprechende Roundtrips hat, dann dauert es eine Weile, bis die ganze Seite geladen wird und mit Hydration eben nicht. Dort wird dann das Index HTML auch schon angereichert mit den Daten. Das heißt, hier wird auch auf die Service-Instanz zugegriffen. Das heißt, hier muss auch ein Server laufen. In der Regel ist das irgendwo ein Node-Server, wo dann irgendwo ein Next.js dahinter ist. Das heißt, er holt sich dann diese Daten ebenfalls von der DB, macht eben dieses Index-HTML mit den angereicherten Daten und reicht es dann dem Browser weiter. Bei FlatFishStack habe ich etwas Ähnliches verwendet, wobei dort reichere ich nicht alles an. Das heißt, hier hat man tatsächlich zum Beispiel bei Next.js jetzt einen Webserver, der das eben alle sich diese Daten holt. Und was ich bei FlatFishStack mache, ist, ich liefere dann ein Skelett von diesem HTML, wo es bereits die Design-Elemente drin hat, liefere ich bereits an Browser zurück und der muss sich dann tatsächlich nur noch die Daten holen, nichts anderes. Und das mache ich dann auch für unterschiedliche Einstiegsrouten. Das heißt, ich habe diverse Folders, wo mir dann eben dieses angereicherte oder halb angereicherte Index-HTML dann zum Browser geschickt wird und der Browser macht dann den Rest. Und hier noch ein Kommentar, den ich gefunden habe. Hier geht es um das hier, diesen Kommentar hier. New React does pretend single page applications don't exist anymore. Das heißt, wenn man zum Beispiel ein Framework wie React verwendet, also diese Seite hier, wenn man ein Framework wie React verwendet, dann wird eigentlich empfohlen, dass man eben ein Framework verwenden soll, wie zum Beispiel Next.js oder es gibt natürlich auch noch andere Frameworks, aber eben, dass man React nicht mehr alleine verwenden sollte, sondern so ein Framework zusammen. Und dieses Framework kann eben diese Hydration für einen übernehmen, heißt aber auch, dass dann auch im Frontend braucht es einen Server, der eben diese Seiten generieren kann. Hat wie gesagt beides Vor- und Nachteile. Mir persönlich gefällt natürlich, hier habe ich eine gute Übersicht. Ups, mir persönlich gefällt entweder diese Variante oder diese Variante. Bezüglich auch der Komplexität, da es noch überschaubar ist, sobald dann Hydration dazu kommt, wo man eben ein bisschen von dem macht, ein bisschen von dem, dann hat das doch eine entsprechende Komplexität. Aber eben für den Benutzer heißt es, dass er die Seite schneller
sieht und dass die User Experience entsprechend besser ist. Beispiele, die ich gezeigt habe, zum Beispiel meine Seite dsli-ost.ch, das ist Static Site Generation. Dort habe ich einen Java-Daemon, der mir eben auf diese Files, auf diese veränderten Files reagieren kann. Dort ein Markdown, also ein Markdown ein HTML erzeugt und das Nginx zur Verfügung stellt und Nginx zeigt es dann an. Server-Side-Rendering haben wir uns auch angeschaut, da gibt es auch viele andere Beispiele, zum Beispiel Handlebars gibt es und in dem Beispiel, das ich gezeigt habe, ist ein ganz ein simples Beispiel, das war ein Go-basierter Server. Dann bei den Single-Page-Applications, dort, wenn man eben Richtung Hydration geht, dann braucht es auf der Client-Seite, braucht es irgendwo auch einen Server mit einem entsprechenden Framework und das, was ich gezeigt habe, eben ohne Framework, also pure SPA, dort hatte ich dann Caddy, der mir das Index ausgeliefert hat, kann aber auch ein beliebiger anderer Webserver sein und die API habe ich dann mit Go ausgeliefert. Und eben, wie gesagt, Hydration, best of both worlds, das heißt, man kann entwickeln, als hätte man eine auf dem Backend eine saubere API, das Frontend holt sich dann die Daten und mit Hydration macht man etwas zwischendrin. Es ist nicht Server-Side-Rendering, es ist aber auch nicht Full-Client-Side-Rendering, das heißt, es ist etwas zwischendurch, das heißt, es wird Client-Side-Rendering gemacht, aber beim initialen Zugriff wird dann auch noch quasi werden diese HTML-Files angereichert, wie im Server-Side-Rendering. Das ist eine Mixform für den Benutzer, eben wie gesagt, ist es besser, weil er die Daten schneller oder die Seite schneller sieht mit der Flexibilität, dass man eben im Backend jetzt seine APIs hat und die Daten und sein Backend so strukturieren kann, was mir besonders gut gefällt. Aber eben es fügt mehr Komplexität ins System und eben Frontend braucht es nun auch noch einen Server. Die Information dazu, respektive diese Grafik, habe ich von dieser Seite hier. Das ist die folgende Seite hier. What's partial hydration and why is everyone talking about it? Da sieht man eben diese Grafik mit Beispielen eben, Beispiele von Server-Rendering, Server-Side-Rendering oder Full-Client-Side-Rendering und da gibt es natürlich auch dazwischen gibt es auch Abstufen, also Hydration kann man dann auch wieder nochmals abstufen. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Gut, das wäre es von meiner Seite. Ihr habt die Qual der Wahl, ihr könnt euch entscheiden, lieber Client-Side-Rendering oder SPAs oder auch Server-Side-Rendering, wobei meistens sind jetzt schon relativ weit im Challenge Task, aber mit den Docker und Docker Compose Beispielen hoffe ich, dass ich euch damit helfen konnte. Ich hatte, wie gesagt, letzte Woche Interaktion mit Studenten und aus diesem Grund habe ich das Thema nochmals vertieft aufgegriffen und auch Code-Beispiele gezeigt, was geht und eben auch was nicht geht.